Ein herzliches Willkommen aus dem Borussia-Park, liebe Zuschauer. Hier meldet sich Wolf Fuß. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Ich werde doch überrascht, wenn wir heute keine Tore sehen bei den Spielern. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Checking. Das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Borussia Dortmund kann sich heute gute Chancen ausrechnen, besonders nach dem Erfolg im letzten Heimspiel, als man auf den HSV traf. Und ich sehe tatsächlich überhaupt keinen Grund, warum sie heute nicht an diesen 3:1-Erfolg anknüpfen sollen. Die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Erste Hälfte läuft. Dortmund mit dem Anstoß. Piszczek. Reus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Raphael. Kramer. Stindl. Und da ist der Ball wieder weg. Und die Gladbacher kommen. Nun Schürrle. Klasse gemacht. Jetzt vielleicht. Der Ball geht an den Pfosten. Stindl. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Gutes Tackling. Da muss er aufpassen. Raphael. Kramer. Das könnte gefährlich werden. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Reus. Batshuayi. Ball im Aus, es gibt Einwurf für die Borussia. Ibrahima Traoré. Und nun Raphael. Batshuayi. Jetzt müssen sie aufpassen. So langsam wird es gefährlich. Da gewinnt er den Zweikampf. Und das gibt Eckball. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Ecke wird kurz ausgeführt. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Jetzt Raphael. Das sieht vielversprechend aus. Ball im Aus, gibt Ecke für die Gladbacher.
Jetzt kommt die Ecke. Raphael. Den Ball abgewehrt. Und Fesca. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Piszczek. Jetzt vielleicht der BVB. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Einfacher Ball hier für Jan Sommer. Stindl. Das war eng, aber er hat ihn. Schürrle. Schöner Pass. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und nun Raphael. Jetzt ist der Gegner am Ball. Das wäre eine gute Chance gewesen. Geht vielleicht was für Gladbach. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Raphael. Klasse Flanke. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und jetzt gibt es hier den Eckball für Mönchengladbach. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Jetzt die Möglichkeit. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke für Gladbach jetzt. Jetzt die Ecke. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Und das ist der Ballverlust. Hazard. Nico Elvedi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ganz einfach an den Ball gekommen. Er zieht ab. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Dahoud. Das frühe Pressing jetzt. Piszczek. Gute Aktion jetzt. Jetzt vielleicht. Batshuayi. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Jetzt der Eckball. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Dahoud. Und wieder die Dortmund. Und jetzt die Chance. Toller Zweikampf. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, die Gladbacher mit dem Anstoß. Batshuayi. Dahoud. Ibrahima Traoré.
Jetzt vielleicht der BVB. Toller Pass. Gibt Einwurf für den BVB. Und Piszczek. Dahoud. Götze. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Michy Batshuayi. Schürrle. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Ein Wechsel jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Ecke kommt. Oh, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt Reus! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Reus. Gut verteidigt. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Griffo. Jetzt Raphael. Das sieht vielversprechend aus. Raphael! Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Er bekommt die Unterstützung. Stindl. Traoré. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Foul. Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Es gibt die gelbe Karte. In meinen Augen völlig zu Recht. Bin ich bei dir, Wolf. So darf er da niemals hingehen. Gibt auch noch Freistoß aus einer richtig guten Position. Kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Und er geht ins Aus. Der Abwurf war nicht gut. Es gibt einen Spielerwechsel bei Mönchengladbach. Vestergaard. Wendt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Griffo. Zieht nach innen. Griffo. Stindl. Jetzt Raphael. Jetzt vielleicht. Griffo! Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Geht vielleicht was für Gladbach. Da kommt der Pass. Das sieht gut aus. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Jetzt wissen wir, mit wem es der BVB als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen Borussia Mönchengladbach im nächsten Bundesligaspiel. Das sollte sie doch vor keine größeren Probleme stellen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Super Aktion, gut geklärt. Fabian Johnson. Gute Aktion. Nee, der geht nicht rein. Ah, klasse Chance.